Was mache ich jetzt? Ziehen Sie es raus. Nein, du würdest verbluten. Bitte. Auf deine Verantwortung. Was zum Teufel? Erklär mir, was da gerade passiert ist. Lange Geschichte. Ja, vielleicht sollte man lieber dein Blut auf Antikörper testen. Das haben sie schon. Öfter, als ich ertragen konnte. Was machst du da? Die Daten sind weg. Welche Daten? Ihre Daten. Ihre Daten, die Blut- und Genomanalyse. Alles, was wir zur Herstellung eines Impfstoffs brauchen. Nein, alles, was ich brauche, um meine 50 Millionen zu kriegen. Na gut. Also los, Supergirl. Fangen wir an zu suchen. Ich hatte alle ihre Daten auf meinen Speicherchips. Wir müssen sie finden. Mitten im Schneesturm? Ich soll mir mein Geld auch wirklich verdienen, was? Okay, erst finden wir die Daten, dann suchen wir dort Zuflucht. Diese Daten, die du suchst, da geht es um mich, oder? Es gibt 3 Speicherchips. Ich habe sie beim Absturz verloren. Das Ortungsgerät zeigt uns an, wo sie sind. Okay, wir finden die Dinger. Dann mache ich uns einen schönen heißen Kaffee. Chavo und sie stecken in einem Kokon. Kein schöner Anblick.
so froh, dass ich die Blumen genutzt habe. Ich könnte jetzt eine Pause gebrauchen. Aber die Daten haben Priorität. Jetzt fehlen uns noch zwei. Wir sollten sie finden, bevor wir erfrieren. Yeah.
Gotcha!
Okay. Noch einer und wir haben alle. Okay, noch einer und wir haben alle. Alle Chips? Ja, danke für die Hilfe. Jetzt raus aus dieser Kälte. Thank you.
Thank you.
Ich hole Hilfe. Der Treffpunkt kann nicht mehr weit sein. Warte! Schon immer so? Das mit dem Heilen? Mein Vater war Wissenschaftler. Er arbeitete an BOWs, als der Unfall geschah. Zum Glück wurde ich noch rechtzeitig mit dem Impfstoff behandelt. Aber der Virus reagierte und passte sich wohl an. Seitdem ist er ein Teil von mir. Was wurde aus deinem Vater? Seine Arbeit war sein Tod. Als er dann starb, war sein Körper so stark mutiert, er war kaum zu erkennen. Tut mir leid, ich wollte dir nicht... Schon okay. Außerdem hat es ja auch zu etwas Gutem geführt. Ja, du hast Superkräfte. Das meinte ich nicht. Die Leute, die mich gerettet haben, Leon und Claire, sind die besten Freunde, die ich je hatte. Claire ist die Schwester dieses BSAA-Typen, ne? Sie riskierten ihr Leben für mich in Raccoon City. Ich versuche wohl immer noch so zu werden wie sie. Und gebe nie auf. Egal wie schlecht es steht. Apropos schlechte Chance. Unerwünschten Besuch. Aber ohne Einladung geht gar nichts. Sie soll leise sein. Schneller, sonst wird sie begraben. Da kommt runter, die Götter müssen uns heute wirklich lassen. Sherry!
vergraben werden! Thank you.
Sind Sie okay? Mach dir keine Sorgen, bin gebaut wie ein Panzer. Schön, werde ich nicht. Gehen wir. Wow, tolle Akustik. Pass auf den Weg auf. Ich frage mich, wie tief die Mine wohl ist. Muss man tun, damit er stirbt? Er scheint uns mit diesen Wanzen aufzuspüren. Seien Sie vorsichtig. Thank you.
Bitte? Wow, der Typ geht echt richtig ab.
Schnell, verstecken! Ohne den Schlüssel kommen wir nirgendwo hin. Dann holen wir ihn uns. Du das bist, Kerl. Ruhe, er wird sie hören.
Wie ein Vertreter, der sie dich abwimmeln lässt. Gerade so. Ist das der Ausgang? Ja, und wenn wir draußen sind, lasse ich uns abholen. Mein Team müsste in der Nähe sein. Wurde auch Zeit. Junior. Wesker? Wovon redest du?
Albert Wesker war ein Wahnsinniger. Ein Narr, der die Welt zerstören wollte. Er war außerdem dein Vater. Was? Was dich zum Erben einer sehr speziellen Blutgruppe macht.